Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Kamis Channel. Heute bin ich auf dem Mercedes-Benz Arena-Platz und zwar hier gibt es Pokémon-Karten zu verschenken. Gibt es einige Voraussetzungen, die ich euch mal kurz erkläre. Ihr seht die Menschen, gefühlt 1000 Leute, die heute hier sind auf dem Mercedes-Benz-Platz oder Mercedes-Platz. Sehr gut organisiert. Schönen Dank an die Pokémon-Aufpasser, die hier sind. Ja, und zwar kann man heute Pokepost verschicken. Das funktioniert ungefähr so, dass man eine Karte verschickt, an die, die man kennt, und eine Karte bekommt man dann, wenn man rauskommt. Das habe ich jetzt erstmal schon so gesehen. Im Nachgang im Video zeige ich euch, was genau in der Tüte oder in dem Umschlag drin ist, wie hier die Leute bekommen beim Rausgehen. Das ist sehr interessant. Da ist ein Funpack anscheinend dabei und dann die Promokarte. Wie das Ganze läuft: Man kann sich eine Karte aussuchen zum Verschicken, entweder Pikachu oder Evoli. Also diese beiden gibt es. Dann bekommt man einen Umschlag. Da wird dann die Karte reingepackt. Wenn man jetzt Pikachu genommen hat, bekommt man da mal am Ausgang, wenn man rausgeht, Evoli. Also rechts bekommt man Evoli und wenn man links rausgeht, bekommt man Pikachu. Und wenn man, wie gesagt, Evoli verschickt, bekommt man am Ausgang dann die Pikachu-Karte. Verstanden? Das ist heute am 9. Dezember in Berlin, Mercedes-Benz Arena. Und da haben sich natürlich viele Fans hingefunden. Und wie die Karten dann aussehen, zeige ich euch dann, wie gesagt, jetzt im Nachgang. Und ich hoffe, euch gefällt mein Video und gerne meinen Kanal abonnieren. Also es ist noch sehr kalt oder kühl. Bis jetzt stehe ich hier eine Dreiviertelstunde, das geht. Ich bin ja damals auch zum Van Gogh Museum gefahren wegen der Pikachu-Promokarte. Und ja, also es ist auch sehr ruhig, also kein Gedränge. Man kann dann auf den Umschlag die Adresse raufschreiben, an die man schicken möchte. Und dann in die Box oder in dem Pokepost einwerfen. Ja, ich hoffe, euch gefällt mein Video. Mir fehlen noch 40 Abonnenten zu den ersten 1000. Gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich zeige euch auch gleich dann, wenn ich zu Hause bin, ob ich die Karte schon habe, die Pikachu, die ich bekomme, oder auch nicht. Und was es so gibt. Ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß bei dem Video. Euer Tommy. So, herzlich willkommen meine Pokémon-Fans. Und zwar war ich heute in Berlin an der Allianz Arena. Und zwar gab es heute Pokepost von Pokémon direkt. Ich hatte euch eingangszeitig schon das Video gezeigt, wie lang die Schlange war, wie ich angestanden habe. Kurz mal zur Erklärung, wie das ablief. Also jede Person konnte eine Karte verschicken. Entweder Pikachu oder Evoli. Man hat den Umschlag bekommen, der war leer. Dann hat man die Adresse ausgefüllt. Und beim Rausgehen, wenn man Evoli genommen hat zum Verschicken, hat man dann halt eine Pikachu bekommen. Verstanden? Also man hat entweder Pikachu oder Evoli. Also eins konnte man weiter verschicken, das andere konnte man dann am Ausgang sich abholen. War sehr gut organisiert. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, was war in den Karten drinne. Also wenn man jetzt Evoli genommen hat, ich mache das mal auf, das ist auch sehr schön gemacht, da kommt man wirklich noch seinen Namen hinten draufschreiben. Vorne hat man die Adresse hier draufgeschrieben. Wenn man Pikachu verschickt hat, dann hat man diese schöne Evoli-Karte bekommen. Da steht auf Gold, das sieht man hier, gemeinsam Pokémon. Ich glaube, das kann man jetzt sehr gut sehen.
Bunte Freunde, genau, das ist einer aus den neueren Sets. Also es ist eine Promokarte hier. Genau. Und man hat noch so ein Funpack dazu bekommen. Und das will ich auch mit euch erstmal gleich öffnen. Ich würde aber euch auch erstmal noch die zweite Pokepost euch zeigen. Genau, und die hat man bekommen, wenn man eine Evoli-Karte verschickt hat, hat man am Ausgang eine Pikachu bekommen. Ja, warum habe ich drei? Ja, ich war zu dritt dort und da ich der Pokémon-Sammler bin, habe ich die Teile hier bekommen von meinen Freunden. Genau, und das ist die Karte, das ist die Pikachu-Ladevorgang, Pika-Hieb. Und das müsste. Genau, also gemeinsam Pokémon steht hier auch drauf. In Gold hier oben. Und ist natürlich auch eine Promokarte. Die Pikachu-Promokarte. Ja, mal gucken, ob die, die ich verschickt habe, auch ankommen. Nicht, dass die auf dem Postweg verloren gehen. Und dann würde ich sagen. Genau, abonniert meinen Kanal, unterstützt mich. Mir fehlen noch 40 Abonnenten. Dann geht der Kanal richtig ab. Und jetzt werde ich mit euch die Funpacks hier auspacken. Genau, also ich habe jetzt gesamt zwei Evolis und eine Pokémon-Karte. Also eine Pikachu-Karte. Pokémon sind ja alle drei. Jetzt öffnen wir mal die Funpacks, schauen, was da drin ist. Ups, da sind immer nur ein paar Karten drin. Also Flummel, Flamingo und eine Holo Inverse Psychokinese, Flatutu. Also ich glaube, in so ein Funpacks ist eigentlich, sag ich, nichts drin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da mal wirklich was Extremes dabei sein soll. Wie gesagt, ist aus dem Set Karmesin Purpur, Paradox Rift. Gut, dann öffnen wir das zweite Funpack. Wie gesagt, falls euch mein Video gefällt, ich bin ein kleiner YouTuber, habe erst angefangen und Packs öffne ich eigentlich weniger. Ich kaufe eigentlich die Karten gerne. So, schauen wir mal hier rein. Dann haben wir hier Schnäppke, Gramokles und Minun, ah, die ist aber schön, die Karte. Ist auch noch Holo Inverse. Kumpel Plus heißt die. Also die ist ja wirklich nicht verkehrt. Und dann gibt es hier noch ja, so ein Heftchen. Gut. 1, 2, wo ist die dritte Packung? 1, 2, 3. Ah, hier liegt sie. Lege ich es mal schön hin, dass man die sieht. Und nun die dritte Packung. So, da haben wir einmal Geweiher, Dreifachdreher, noch 10 Schadenspunkte, Flurmel und dam 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 ein Fermikula. Wutschwamm. Ja, also aus den drei Funpacks dreimal, nee, zwei Holo Inverse. Ja, also ich denke mal, da ist nicht viel drin in den Funpacks, die sind einfach nur so mit bei. Aber wenn man sich jetzt nochmal die Promokarten anschaut, sind die doch wirklich sehr schön. Ich schau mal kurz in meinem Ordner. In meinem Pikachu-Ordner. Welche das ist eine 60er, das bedeutet, könnt ihr mitschauen hier, ich habe hier noch mehr Karten von meinem Ordner, ich suche jetzt, bin der Meinung, die kenne ich schon, aber es sieht so aus, als ob ich die noch nicht habe. Ich nehme mal kurz die Karten hier weg. Dann könnt ihr meinen
Ordner mit reingucken. Also wir suchen die Ladevorgang Pika Heap. Die 60er Ladevorgang Pika Heap. Ups, jetzt ist es hier aufgegangen, der Ordner. So, jetzt klappt es. So, Ladevorgang Pika Heap. Ich glaube, die Karte gab es so noch nicht. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Nee, ich glaube, die Karte. Jetzt muss ich mal das Ganze mal anders machen, dass man das besser sieht. Also, wir suchen diese Pokémon-Karte. Ladevorgang Pika Heap. Jetzt wird es interessant. Nee. Nee. So. Jetzt mal schauen. Ja, wundert euch nicht, ich sammle schon ein bisschen länger. Ich glaube, die habe ich noch nicht anscheinend, die Karte. Also war das heute doch wirklich, also für mich persönlich, ein kleiner Erfolg. Eine neue Karte. Bei den ganzen Pikachus, die ich schon habe. Ist die hier? Die noch in meiner Sammlung anscheinend fehlt. Oder seht ihr die? Dann schreibt gerne meine Kommentare. Ruckzuckhieb haben wir, Ladevorgang. Hier haben wir die V-Karten. Ich denke mal, ihr kennt die ganzen Sets alle. V-Max. Hier habe ich jetzt die englischen. Müsste dann Charge sein. Hier ist zum Beispiel so eine Lade-Pikachu. Nö. Sieht nicht so aus. Das ist eine neue Karte. Cool. Dann hat sich das Thema auch geklärt. Genau, die kommt dann hier wahrscheinlich in mein Album hinein. Gut, dann vielen Dank und wie gesagt, gerne ein Like da lassen, abonniert meinen Kanal und ich würde mich freuen. Wie gesagt, 40 Abonnenten fehlen mir noch und dann wird der Kanal schon ein bisschen größer. Dann komme ich auf die 1000 und die werden dann gefeiert. Euer Tommy, danke, tschüss.